Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Heute wieder Brick Freak Schweiz. Hier ist der Gregor. Salut Zemme. Ja, heute hätte ich wohl kein passenderes T-Shirt anziehen können, ne? Geile Band und Dragon Slayer. In diesem Universum keine Seltenheit. Ja, heute haben wir den Iron Throne. Ja, aus einer bekannten Fernsehserie, sag ich mal. Und ich habe auch bei Rebrickable geschaut. Da gibt es einige Iron Thrones, aber den habe ich nicht gefunden. Irgendeiner wird es wahrscheinlich gemockt haben und Super 18K hat es wahrscheinlich dort geraubt, wie oft. Aber ich will mal nichts unterstellen. Gut, was haben wir hier? Super 18K, wie gesagt, die haben übrigens schon lange nichts Neues mehr gebracht. Gibt es die überhaupt noch? Ich kenne die hauptsächlich natürlich von der Lost Place Serie hier, The Last of World, hatte ich ja auch vorgestellt. Gut, die K130, der Iron Throne. Hier steht drauf, 8 bis 14 Jahre und dann nicht mehr, oder was? Also der Kontext vom, vom Buch oder von der Serie ist wohl eher 18 plus, also von dem her wundere ich mich. Und ja, wenn eure Kinder mit 8 anfangen, den Game of Thrones zusammenzustecken, solltet ihr euch vielleicht mal ein paar Fragen stellen. Keine Ahnung, aber 1146 Teile plus und ein sehr viel zu großer Karton natürlich. Hier ist auch nichts weiter bei, außer ein paar schöne Aufnahmen. Und innen sind nochmal Umkartons, deswegen ist das Ding hier sehr massiv. Aber ihr seht es ja selber. 1000 noch was Teile und ein riesen Karton, eine riesen Box. Ja, nichtsdestotrotz, es ist wirklich ein abgefahrenes Teil. Mir hat es gefallen und auch, oh, Sandy ist rausgefallen. Auch der Sandy gefällt's. Ja, sie hat sich hier gleich mitten reingesetzt und ist hier jetzt die Regentin über allem. Gut, was gibt's noch? Nichts weiter. Slideshow wie immer mit ein paar Aufbaubildern und ein paar Nahaufnahmen. Und dann komme ich zurück zum Review von diesem schönen Stück Klemmbausteinkunst. Bis gleich. Die Anleitung von unserem Iron Throne. Hier ist sogar noch ein Schwierigkeitslevel drauf. 3 von 5 Sternen. Naja, ich sag, das baut er im Schlaf. Das ist ja, ihr seht es ja am Objekt. Also haben wir hier 4 Bauabschnitte. Und dann geht es hier schon gleich los mit der Minifigur. Die ist entfernt worden. Die ist hier leider nicht dabei in diesem Set. Die schöne Dame, da hat sich jetzt Sandy bereit gemacht. Hier ist sogar ein kleiner Hinweis aus rechtlichen Gründen. Da gibt es wohl immer Schwierigkeiten mit Lego. Gut, hier seht ihr ja, einfaches Aufbauen, gar keine Probleme.
Satz und seid und nachher verfließt und ihr tut auch die erste Etage horizontal bauen und dann geht es wieder nach oben. Das ist überhaupt kein Problem. Gebaut ist es ausgeweist. Ja. Gehen wir hier ruckzuck durch. Dann sind wir am Schluss bei 54 Seiten und haben hier 98 Bauschritte. Dann ist der Thron gebaut. Schön. Rückseite analog dem Karton. Ja, zur Anleitung gibt es hier nicht mehr viel zu sagen. Ich zeige euch noch schnell die Ersatzteile, wenn ich hier die Kamera so nah habe. Das waren ein paar Einer-Plates, wie ihr seht, und ein großer Stein hier ist dabei und sonst war da nichts über bei Edin K. So, da ist er, unser Iron Throne mit der Sandy. Sandy passt vor allem farblich sehr gut zum Iron Throne. Dieses Lightbush-Grey ist weiß und auch ihre Gesichtsfarbe ist diesem Sand von, ja, dieser Mauer recht gut angepasst. Gut, Aufkleber haben wir hier keine, Drucker haben wir hier auch keine. Die Construction habt ihr gesehen, Teileliste ist auch keine dabei. Der Aufbau, ja, das ist natürlich Stein auf Stein, einwandfrei, einfach. Ich habe es hier gesagt, hier baut er mal horizontal und nachher geht es wieder nach oben. Also das ist ganz einfach, ist aber auch dafür massiv. Also das ist schon eine ordentliche Treppe, so ist es nicht. Aber natürlich null Herausforderung. Null Herausforderung bis am Schluss, wenn er hier diesen Thron zusammenzimmert. Da müsst ihr dann schon gucken, wenn ihr euch da richtig verausgaben wollt und das alles in die richtige Linie. Ich finde, ich habe es gar nicht so schlecht hinbekommen. Ja, doch, Sandy gefällt's. Gut, Fehlteil hatte ich ja eins. Das war hier so ein Einer Round in Sand da oben. Das hatte ich ja angefordert bei meinespielwaren.de. Ja, ich weise gern nochmal auf meinen Beitrag hier, die kleine Reportage, wo ich ja hier die Sachen dokumentiere, wie es da mit dem Rücklauf und dem Teilesupport funktioniert hat, einwandfrei. Nach ja, circa 8 Tagen oder so 7 Tagen war es da. Baulösungen gibt es keine, Stein auf Stein. Bauzeit doch circa 2-2,5 Stunden. Also vor allem dem Drohnen geschuldet am Schluss, da gibt man euch ein bisschen Mühe. Und sonst ist es einfach, ja, ihr seht es ja selber, quasi ein Diorama des Throns mit ein bisschen hinten Burgwand hinten dran. Die ist auch cool gemacht, oder? Mit diesen ja, eingestürzten, halb eingerissenen Mauerwerken. Und hier dieses schöne Fenster angedeutet hinten. Und hier eben, da steckt er erstmal ein paar Vierer Rounds aufeinander. Tipptopp. Farbgebung finde ich auch cool, oder? Dieses Light Blush und dieses Sand passt doch gut. Wir haben hier noch ein bisschen Trans Clear. Und hier natürlich alles in Silber. Druck ist kein Chrom, ist Silber, aber das ist auch okay. Wer hat schon gern ein Chromschwert? Da ist ja viel zu blitzend. Gut, hier die Klemmkraft ist einwandfrei. Super Edin K, das passt. Hatte ich bis jetzt nie Probleme. Die Steine haben eine sehr gute Qualität. Und sonst gibt es hier weiter nichts. Hier haben wir keine Funktionen. Man hätte ja vielleicht auch eine Falltür einbauen können oder irgendeine fiese Indiana Jones Falle. Aber hier gibt es also nichts. Das ist einfach, wie es ist. Ja? Wir können den Thron hier eigentlich recht leicht abnehmen. Ist es nicht so? Doch, der sitzt hier nur auf zwei Stats. Wenn ihr es ohne Thron haben wollt. Handyhalterung, weiß nicht. ja, und sonst macht ihr euch den Thron natürlich wieder drauf. Sieht natürlich schon cooler aus. Und eben, das ist so eine Sache. Das wollte ich ja vermeiden. Irgendwo ist mir jetzt hier das Schwert runtergebracht. Ah, hier, guck. Das sind einige Schwerter. Ich weiß gar nicht, 20? Keine Ahnung, ich zähle es jetzt nicht. Und dann müsst ihr gucken, dass die schön sitzen. Ja, sonst, ach, herrje. Ich lege es jetzt mal dahin und mache sie nachher wieder dran, weil, ja, ihr wisst, was ich meine. Gut, Sandy steht hier. Gehen wir nochmal einmal ganz drum rum. Dann sehen wir das natürlich hier, ja, außen hui, innen pfui. Das ist natürlich reine Fassade. Das ist eine Filmkulisse sozusagen. Ja, trotzdem hier noch zwei Trends Clear drauf gemacht. Aber so als Diorama bzw. als Vitrinenmodell ist es doch eine coole Sache. Also ich finde, es macht was her und nur der Thron alleine, ja, wäre vielleicht ein bisschen wenig gewesen. Wir tun es mal messen. Es ist doch recht hoch, würde ich mal sagen, dass wir da einen Anhaltspunkt haben. Dann sind wir doch bis zur obersten Spitze. Ich glaube, die da drüben ist ein bisschen höher. Ich muss mal da rüber. Bei 34. Die Breite ist hier 19,3 und die Tiefe ist hier bei 16,5. Tipptopp, haben wir das auch gemacht. Wiegen tut es wohl nicht so viel, da sind knapp, ja,
bisschen über 1000 Steine. Ja, wer braucht sowas? Fans natürlich. Und ja, wer Interesse an so einem schönen Schwerterdrohnen hat, ja, das Ding ist ja gelaufen wie Sau. Das haben alle geguckt, deswegen haben wahrscheinlich auch viele Interesse. Ich finde es cool. Ist ein kleiner Preis und kann man sich durchaus ins Regal stellen, wenn man Lust hat. Gar kein Thema. Ich tue es auf jeden Fall verkaufen. Wer es haben will, bitte melden. Auch gern nach Deutschland schicken. Gar kein Problem für mich. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt stabil. Wenn ihr Lust habt, gern ein Like und ein Abo oder auch was in die Comments. Das wäre super. Dann verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Gregor aus der Schweiz hier ist raus. Ciao zusammen.